Grüß euch, Freunde, ich bin's mal wieder, euer George. Ja, ich habe mich heute mal wieder unter das Laubdach des Waldes zurückgezogen. In der Hoffnung, es bringt ein bisschen Abkühlung bei dieser extrem schwülen und drückenden Luft, aber nein, das tut es nicht. Hier dampft es irgendwie eher noch mehr, aber sei es drum. Ich begebe mich mal nicht raus und bleibe hier so ein bisschen in der noch klimatisierten Luft der Kraftdroschke sitzen, um euch heute diesen Tabak von Tack aus Kiel vorzustellen. Ralfs Burley Cup. Nun, es war so, vor einiger Zeit bin ich mit Hanni unterwegs gewesen und am Straßenbahnhof Angerbrücke in Leipzig haben wir uns dann in einem Straßencafé getroffen und er brachte diesen Ralfs Burley Cup mit, den ich bis dato noch nicht geraucht hatte und wir saßen da so in einer Wulst aus Straßenbahnkrach, schlecht abgewischten Tischen, Lärm und dann einem doch leckeren Stück Kuchen. Und ich hatte gerade so meinen Aromaten ausgepackt, wie immer. Und dann meinte Hanni, nee, rauch doch mal den hier, rauch mal den. Ich dachte mir so, oh nee, du wolltest dich so gefreut, hier so deine Leipziger Lärsche essen und ein bisschen Kaffee und dann wolltest du deinen schönen Aromaten dazu genießen und er ließ nicht locker und bestand drauf, dass ich mir in die Pfeife fülle und legte noch eine Probe mit zu. Ich dachte mir, na gut, jetzt tust du den Gefallen und habe ich mir dann in diesem ganzen Alarm dort, in diesem ganzen Lärm die Pfeife gestopft, habe sie angezündet und war schlicht und ergreifend dankbar, dass er sich durchgesetzt hat. Und warum? Das seht ihr jetzt. Ihr seht ja, Tabak ist keine 2 Wochen bei mir. Das halbe Glas ist leer. Ja. Ist für mich schon eine recht gute Leistung, denn ich schöpfe im Moment aus ca. 10 bis 15 geöffneten Dosen in meiner Bar. Und da ist auch jeder recht gut dran. Und bei 2 bis 3 Pfeifen am Tag kann man schon sagen, dass das dann schon eine reife Leistung ist. Also der läuft relativ oft. Wenn man den Tabak erhält, er kommt in so einem Beutel an, zu im Moment 13 Euro, zu unschlagbar, wunderbaren 13 Euro. Er reicht euch dann sowas hier, ja, das ist ja so ganz so, das ist so ein bisschen George-mäßig, ne? So diese Flakes und oh, da denkst du dir, na, wird mal alles richtig gemacht. Ich rauche übrigens immer um diese Flakes hier oder ich stopfe immer um diese Flakes drumherum, weil die hebe ich mir immer auf, deswegen sind sie jetzt hier schon ein bisschen in Masse, da guckt man so schöne Stücken. Im Grunde genommen, denke ich mal, kann man das Tabakbild hier reinhalten. Das Glas gibt es her. Schaut mal. Ja, so sieht das aus. Wunderbar Burley-lastischer Tabak. Und wenn ihr eure Nase reinhaltet, was ich jetzt tun werde, erwartet euch meiner Meinung nach die größte Einladung aller Zeiten, die ihr euch vorstellen könnt, um in einem richtig tollen und guten alten Straßencafé einzukehren und euch den besonders leckeren Kaffee zu bestellen. Wir riechen mal rein. Und wenn ich in diesen Tabak rieche, habe ich nicht dieses typische Aroma, was Tabake bekommen, wenn sie Aromaten sind und mit einem Kaffeearoma überkippt werden. Das hier ist eine ziemlich naturnahe Geschichte. Ich würde sagen, sogar fast ausschließlich naturnah, wenn, dann ist da vielleicht ein bisschen was drüber gekommen, so ganz leicht dänisch vielleicht, ja, und ihr riecht rein und ihr bekommt in erster Linie einen richtig sanften und üppig gefüllten, aber denn, wie gesagt, dennoch sanft, aber doch üppigen Geruch einer frisch gerösteten Kaffeebohne oder einer frisch gemahlenen Kaffeebohne. Wenn die dann so langsam abklingt und dann schon in den Filter reingekommen, ja, als Pulver und dieser Geruch schwängert die Luft um die Kaffeemaschine ringsrum und ihr riecht da dran. Und so kommt das und dazu gesellt sich dieses tiefschokoladische, dieser leckere Anklang einer Schokolade und ich habe das gestern Abend nochmal mit einem Stück Marzipanschokolade probiert und einem wirklich leckeren Rum, den ich definitiv mal vorstellen muss, obwohl ich kein Rumliebhaber bin, mit einem Rum, das kombiniert. Leute, das war
Das war eine sagenhafte Explosion vorm Herren. Und ihr könnt nicht aufhören dran zu riechen und es geht doch nicht verloren. Es ist so lecker, es ist so naturnah und trotzdem so Kaffee, so Schokolade, so vielleicht auch so ein bisschen nussig und oh, ganz lecker. Ganz, ganz lecker. Ganz empfehlenswert. Also, da hat mal wieder jemand eine Sternstunde in seinem Tabakkämmerlein, in seinem Kreierkämmerlein gehabt. Und heute werde ich mit euch jetzt gemeinsam diesen Tabak aus meiner Manga-Pfeife rauchen. Ja, ich habe mir vorne mal so ein Gummimundstück drüber gemacht, weil die Enden immer so ein bisschen nicht so ganz sind. Und dann macht sich das Gummimundstück vorne super, dieser Überzieher. Und habe sie hier schön reingestopft, schön voll. Ist ein ordentlicher Klotz, die Pfeife, geht echt was rein. Und dieser Tabak giert und schreit förmlich danach, aus einem großen und sehr volumenbehafteten Kopf geraucht zu werden. Der will sich ausbreiten und dann kommt der volle Bull. Aber jetzt zünden wir uns erstmal an. Guck mal, schlechtes Streichholz. Naja. Ist weiter. Im Kopf der Pfeife befindet sich wieder ein ordentlicher Schwung Granulat. Ja. Wir reden vielleicht von einer Viertel oder Fünftel Füllhöhe. Und zwischen Mundstück und Holm befindet sich ein Kohlefilter 9 mm. Also alles wie immer. Wenn ihr den Tabak gezündet habt, kommt als erstes Nussigkeit. Der Rauch riecht Tabak echt. Ich würde aber sagen, dass er, sagen wir mal, bei einer menschlichen Umgebung, die nicht total anti-Rauch sind, gut ankommen dürfte. Also ich habe ihn auch schon gerochen. Wenn ich nicht selber geraucht habe, da kriegt man es immer am besten mit. Und es ist ein sehr lieblich süß, schokoladisch herber Geruch. Also es riecht lecker. Ja, es riecht schon, hat schon so ein bisschen diese Röstanklänge auch im Raumduft. Und das macht ihn auf jeden Fall für andere sehr tolerierbar. Ich habe das schon in mehreren Gesellschaften ausprobiert und es ist bis jetzt immer gut angekommen. Aber man riecht eben auch, dass es sich nicht um einen zugesoßten Aromabomber handelt. Ich leg nochmal nach und kann euch sagen, wenn ihr genau solche Gierfüchse seid, wie ich es bin, ihr könnt es dem Tabak antun. Er verträgt schon einiges an starkem Zugverhalten. Dann nehmt es euch nicht übel. Natürlich nicht übertreiben, ja, dann beißt wahrscheinlich alles irgendwann ein bisschen im Hals und dann ihr seht ja so, wie ich es rauche. Traumhaft. Einmal entzündet, kann man nicht mehr aufhören dran zu ziehen. Und als allererstes macht sich so eine wunderbar dumpfe Nussigkeit breit, die sich dann wie so eine Teichrosenblüte öffnet und dann kommen sie dazu, zu dieser Nussigkeit, diese schokoladigen, kaffeeartigen, röstigen Aromen und spielen ihr volles Potenzial aus und ihr seid immer wieder angehalten dazu, dran zu ziehen, dran zu saugen. Und jetzt brennt das Ding nicht immer eine Minute und ich freue mich schon auf die nächste Füllung, denn das Glas ist noch halb voll. Der geht heute noch ein paar Mal. Wunderbar. Man will einfach den ganzen Mund voll mit Ralfs Birley Cup haben. Und dazu passt natürlich, wie gehabt, Hesewese Siese aus dem Atombecher
George's Kaffee und heute mit 12%iger Sahne drin, Kaffeesahne und den Kaffee sehr stark angesetzt und angebrüht. Ich habe heute früh schon gewusst, was ich mit auf meine Fahrt nehme. Da habe ich gedacht, machst du einen schönen stark, der gesellt sich dann zu dem Ralphs Burley Cup vom Feinsten. Und vorhin habe ich mir noch so ein Stückchen Merci Dark Chocolate gegönnt. Das war schon auf der Hinfahrt ein Traum gelegen. So. Ihr wisst jetzt, was euch erwartet. Falls ihr diesen Tabak von Tom Darasch aus Kiel jemals rauchen dürft, dann macht euch auf was gefasst. Ist schon geil, ist schon wirklich lecker. Nochmal 100 Gramm, 13 Euro. So ein Schnappglas dazu. Etikett oben rein gequetscht. Hier, ich habe ein paar Mal die Tüte umgeknickt und einfach oben reingestülpt in diesen normalen Schnappglas hier. Geht ganz wunderbar, passt super rein. Lecker. So, Freunde, ich wünsche euch das. Lasst es euch gut gehen. Ich finde meine Fernbedienung gar nicht hier für die Kamera. Ach, hier liegt sie ja. Als nächstes habe ich euch eigentlich vor, ich fahre ja jeden Tag 250 Kilometer, vielleicht so ein kleiner Ausblick. 250 bis 300 Kilometer und habe mir dann meine Krafttroschke auch bartechnisch, tabakbartechnisch wunderbar eingerichtet. Es ist alles griffbereit, es ist alles super zu machen und das werde ich euch das nächste Mal zeigen. In dem Sinne, Kollegen, lasst es krachen. Ich gebe jetzt hier weiter alles und schmoke mal richtig die Bude hier zu. Kollegen, bis bald, haut rein, euer George.